Rapper, die Diddy nie fürchteten. Von scharfen Diss-Tracks bis hin zu kompromisslosen Kollaborationen haben diese 10 Rapper gezeigt, dass sie sich vor dem Musikmogul nicht zurückziehen und die Anschuldigung aufwarf, dass Combs wisse, wer der Mörder von Christopher Wallace sei. Safe. 50 Cent hat auch gesagt, dass er glaubt, dass Combs mit dem Mord an Tupac Shakur in Verbindung steht. Dass Pac wohl auch irgendwie Familienmitglieder sich jetzt einen Anwalt gezogen haben und da jetzt auch nochmal in den Peter mit reingehen, ne? Also in den Gerichtspeter mit 50 und so. Jemand sagt, Eminem ist der God of Rap. Ja, hört mal auf, mit dem Wort Gott rumzuspielen, Digga. Gott ist Gott und kein Rapper. Die Leute, die denken, dass Rapper irgendwelche Gods sind oder so, ihr müsst mal irgendwie ein bisschen klarkommen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Rapper, die Diddy nie fürchteten. Ich glaube, in dem Video wird auch 50 dabei sein. Wir nennen 50 Cent jetzt nicht mehr 50 Cent, sondern 50. 50 ist ein neuer Name. Spread it this word. Ab jetzt 50 Cent, nur noch 50 nennen. Ich liebe euch. Wir gehen rein in den Peter. Bin gespannt, was hier passiert. Ich glaube, Eminem 50 wird dabei sein. Mal gucken, wer da noch mit dabei sein wird. Yes. Wir gehen rein. Liebe an euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Und jetzt geht der Peter los, Digi. Und los. Wir alle haben die Macht und den Einfluss gesehen, den Pete. Baba Friese, aber gell, sei ehrlich. Diddy im Rap-Game vor seinem Sturz hatte. Aber nicht jeder Künstler duckte sich in seinem Schatten. In einer Welt, in der viele sich entscheiden, auf Nummer sicher zu gehen, haben einige mutige Rapper sich behauptet und sich nicht von Diddys Vermächtnis einschüchtern lassen. Von scharfen Diss-Tracks bis hin zu kompromisslosen Kollaborationen haben diese 10 Rapper gezeigt, dass sie sich vor dem Musikmogul nicht zurückziehen. Kommen wir zu 50 Cent. Es gibt keine verlorene Liebe. 50, wichtig. Zwischen den Hip-Hop-Mogulen 50 Cent und Sean Diddy Combs. Im Jahr 2006 veröffentlichte 50 Cent einen Diss-Track namens The Bomb, der Schüsse enthielt und die Anschuldigung aufwarf, dass Combs wisse, wer der Mörder von Christopher Wallace sei. Safe. Wallace, bekannt als The Notorious B.I.G. Oh, da kommt wieder der verstörende Film hoch von dem anderen Video mit der Tranny in dem Big Papa Video. Das hat schon auf jeden Fall mies schockiert, also mies auch Spuren hinterlassen. War sowohl ein Schützling als auch ein bester Freund von Combs. Wallace wurde im März 1997 in Los Angeles erschossen, als er und seine Crew, zu der auch Combs gehörte, in einem Konvoi unterwegs waren. Combs war in einem anderen Fahrzeug als Wallace, als dieser erschossen wurde. In seinem Diss-Track rappt 50, ich schätze, das bedeutet, dass ich nicht zu den weißen Partys in den Hamptons eingeladen werde. Eine Anspielung auf Combs berühmte Abende in der noblen New Yorker Gegend. 50 Cent hat auch gesagt, dass er glaubt, dass Combs mit dem Mord an Tupac Shakur im Jahr 1996 in Verbindung steht. Mercedes hatte gemeint, wo bist du? Ich bin hier und du? Mercedes hatte gemeint, dass Pac wohl auch irgendwie Familienmitglieder sich jetzt einen Anwalt gezogen haben und da jetzt auch nochmal in den Peter mit reingehen, ne? Also in den Gerichtspeter mit 50 und so. Der Rapper, der mittlerweile auch TV-Produzent ist, hat Combs immer wieder ins Visier genommen und alles angegriffen, von seiner Musik bis zu seinem Alter. Manche dachten, es sei größtenteils Marketing, besonders angesichts der parallelen Karrieren der beiden Männer und sogar konkurrierender Wodka-Marken. Effenwodka von 50 Cent und C-Rock von Diddy, das eine offizielle Partnerschaft mit Combs hatte. Doch 50 steigerte seine Kommentare, nachdem Combs im November 2023 von Ventura verklagt wurde. Cassie auch so schön, gell? Mann, Alter, die schönsten Mädels aus der Industrie waren mit dem zusammen. J-Lo und Cassie. Die in einer inzwischen Bike... Obwohl J-Lo soll ja schon mies in der Recherche gewesen sein. Also die haben die ja behauptet, dass die auch schon Witchcraft-technisch unterwegs war und irgendwie Voodoo gemacht hat und so. Ich weiß jetzt nicht, was da dran ist, aber... Legten Zivilklage behauptete, Combs habe sie 2018 vergewaltigt und sie während ihrer über 10 Jahre andauernden Beziehung missbraucht. Eminem. Eminem ist ein weiterer Rapper, der keine Angst vor Diddy und seinen Eskapaden hat. Er hatte die Dreistigkeit, P. Diddys Namen in Zusammenhang mit Texten über den Tod von Tupac zu bringen und fügt seit 1996 immer wieder freche Zeilen in. Bro, Eminem habe ich früher so hart gefühlt, ne? Ich weiß nicht, ob der mittlerweile auch Teil der, also auf jeden Fall Teil dieser, ja,
Ich weiß nicht, was der privat macht. Wir wissen alle nicht, was die privat machen. Aber Eminem damals, Slim Shady damals, Bruder, damals war der auf jeden Fall ein mieser Motherfucker. Seine Songs ein. Niemand kennt den wahren Ursprung des Streits, aber es gibt Gerüchte, dass die beiden Männer sich nie verstanden haben und immer musikalische Rivalen waren oder dass der Streit darauf zurückzuführen ist, dass sie bei unterschiedlichen Managements unter Vertrag standen, die jeweils rivalisierende Rapper unterzeichnet hatten. Eminem veröffentlichte im Juli dieses Jahres einen Song namens Fuel als Teil seines Albums The Death of Slim Shady. Damals wurde den Texten nicht viel Beachtung geschenkt, aber jetzt sind die Leute verrückt nach einigen brutalen Anspielungen, die sie als... Einer sagt, Eminem ist sauber. Bro, das Problem ist, der hat auch satanische Symboliken in seine Musikvideos eingebaut und so, weißt du, ich habe da mir immer was reingezogen, also sauber ist der safe auch nicht, aber wer weiß, vielleicht will der raus, vielleicht war der drin, keine Ahnung, wie tief die Leute drin sind, weiß man nicht, weißt du, aber dass du ab so einem Level wie Eminem auf jeden Fall mit solchen Leuten zu tun hast, steht fest, wie sehr die sich hingeben, ist dann die Frage. So. Angeblich ist ein Diddy Double im Knast und nicht er. Yo, miese Verschwörungsmystik. Angriffe auf P. Diddy interpretieren. Fuel ging viral wegen der Textzeile. I'm like a R-A-P-E-R. Got so many S-A's. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out the P, did he? Krass, Alter. I'm like a raper. Halt Dings, ne? Vergleicher. Got so many S-A's, huh? Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? P, did he? Bruder, krass. Eminem lyrisch halt Monster. Was in Deutsch heißt, ich... Jemand sagt, Eminem ist der God of Rap. Du hast nichts verstanden, Bruder. Aber ist deine persönliche Meinung. Lass, wie du denkst. Ich will dir nicht widersprechen, Bro. Stimmt zwar nicht, aber ist egal. Wie ein R-A-P-E-R. Hab so viele S-A's. Warte, er hat nicht gerade das Wort Rapper buchstabiert und das P ausgelassen, oder? TikTok-Nutzer haben schnell erkannt, dass nicht nur das absichtliche Buchstabieren von Rapper auffällig ist, sondern auch das P. Diddy, was so klingt wie der Name P. Diddy. Um es nochmal genauer zu erklären... Ja, hört mal auf, mit dem Wort Gott rumzuspielen, Digga. Gott ist Gott und kein Rapper. Die Leute, die denken, dass Rapper irgendwelche Gods sind oder so, ihr müsst mal irgendwie ein bisschen klarkommen, weißt du? Weil es gibt nur einen Gott und der ist Gott. Rapper sind Rapper, die machen Musik, die rappen ein bisschen, die machen ein bisschen Entertainment, man kann die fühlen, alles schön und gut. Aber machen nicht einen auf, oh, der ist der Gott und so. Das ist satanisch dann wieder. Götzenanbetung im Endeffekt, weißt du? Vor allen Dingen, weil ihr nicht wisst, was ihr... Und dann kommt bei... Früher haben das über P. Diddy auch voll viele Leute gesagt. Und dann kommt... Das sollte man doch aus dieser ganzen Geschichte jetzt gerade lernen. Aus dieser ganzen Geschichte sollte man doch jetzt gerade lernen, wie viele Leute haben P. Diddy angehimmelt. Und dann kommt diese Scheiße raus. Und die meisten Rapper sind in diesen satanischen Scheiß mit involviert und machen ganz komische Rituale und Sachen hinter den... Bro, nicht nur Rapper, auch Schauspieler und so. Deswegen nehmt diese Leute nicht als euren Gott an, sondern sagt, ja, die haben ein paar geile Zeilen geschrieben und ich fühle das. Geil, inspiriert mich, cool, schön und gut. Und dann lasst aber auch gut sein. Dieses... die auf Krampf anzuhimmeln und die zu protecten und auf deren Konzerte und zu viel Geld auszugeben und so, ist nicht, mach das nicht. Bevor ihr so, erstmal Gott, dann euer Vater, eure Familie, was ihr so, weißt du? Das Wortspiel basiert darauf, dass Eminem Rapper falsch buchstabiert, indem er das P weglässt, sodass Rapper, was in Deutsch Vergewaltiger heißt, entsteht. Gleichzeitig ergibt der Satz Did he am Ende einen doppelten Sinn, da er klingt wie P. Diddy. Somit stellt Eminem eine versteckte Anspielung auf P. Diddy her, die gleichzeitig eine provokante Verbindung zu sexuellen Übergriffen durch das Nutzen der Abkürzung Essays, was Sexual Assaults heißt, in Deutsch. Das wusste ich nicht. Essays, okay, krass. Boah, krasse Lines, ne? 3-4 Lines und voll viel gesagt. Sexuelle Übergriffe aufzeigt. In diesem Fall spricht Eminem wieder doppeldeutig und meinte das umgangssprachliche spanische Wort Essay, was so viel heißt wie Kumpel, und stichelt damit zusätzlich. Yo! Der einzige Kolle-mäßig, gell? Ah, yo. Namensdrop von Combs durch... Ich hab das früher auch geliebt, Yassin. Ich schwöre, ich hab mir damals immer Kolle-Sachen reingezogen und danach habe ich meine Mutter genervt mit diesem Wortspiel. Ich hab immer gesagt, Mama, guck mal, Digga, dieses Wortspiel und so...
Weil der Mexican Rap macht Taco Bell. Bruder, der ist krass, Digga. Weil der Mexican Rap macht Taco Bell, Digga. Mexican Rap und Mac macht Sicken Rap. Krass. Krass, Bruder Hetz. Wie kommst du auf sowas? Durch Eminem kam im schockierenden Antichrist, in dem er offenbar das Filmmaterial von Diddys Angriff auf seine Ex-Freundin Cassie in einem Hotel in Los Angeles im Jahr 2016 anspricht. Der nächste Idiot, der mich fragt, wird härter verprügelt, als Diddy es tat, rappt Eminem, ohne jedoch Cassie namentlich zu nennen. Aber mal ehrlich, sie rannte wahrscheinlich mit seinem verdammten Dippe aus dem Zimmer, sagte bzw. rappte er. Shock Knight. Chuck Knight, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Death Row Records, SG, der Cousin, hat Diddy schon lange offen kritisiert. Nach der Klage hat er sogar mehrere hochkarätige Rapper dafür kritisiert, dass sie nach der jüngsten Verhaftung von Sean Diddy Combs geschwiegen haben. Aus dem Richard J. Donovan State Prison, wo er eine Haftstrafe wegen freiwilligen Totschlags verbüßt, drückte Knight in einem Interview mit Chris Cuomo seine Frustration aus. Bruder, der Bruder gibt aus dem Knast mehr Interviews als Rapper, so, die draußen sind und frei. Jede Woche legt ein Podcast dabei oder so, das geht ab. Er sprach speziell Künstler wie Jay-Z, Snoop Dogg und Dr. Dre an, weil sie die Sache nicht öffentlich angesprochen haben. Knight, der für seine umstrittenen Ansichten bekannt ist, deutete an, dass Diddys Verhalten kein Einzelfall sei, sondern Teil eines größeren Musters in der Branche. Diddy wurde von Leuten vor ihm unterrichtet und er tat dasselbe mit jüngeren Künstlern nach ihm, sagte Knight. Diese Kommentare lenkten die Aufmerksamkeit auf den Ausbeutungszyklus, von dem Knight glaubte, dass er existiert. Während des Interviews deutete Knight auf die Existenz von Bändern hin, die angeblich bekannte Persönlichkeiten in fragwürdigen Aktivitäten zeigen, ohne jedoch spezifische Details zu nennen. Auf die Frage von Cuomo nach dem Inhalt, gespannt, wann die nächsten Videos geleakt werden, generell was mit der ganzen Sache passiert, halt der Bänder und wer sie haben könnte, antwortete Knight zweideutig: Du weißt, was sie zeigen. Guck mal, Diddy, sein Anwalt, hat doch auch jetzt gesagt schon, das hat der Flex-Doku in seinem Video gesagt, dass es ihm komisch rüberkam, dass Diddy, sein Anwalt, gesagt hat, ey, Diddy will auspacken und der wird auspacken und so. Was ich mir dabei denke, ist, der Diddy, sein Anwalt, sagt es in der Öffentlichkeit, weil der Diddy auch jetzt Paranoia hat, so. Die überlegen oder versuchen, den Safe wegzumachen, diese mächtigeren Menschen. Also die versuchen, Safe den Epstein mit ihm zu machen und das weiß der auch. Und deswegen, ob es jemals dazu kommen wird, dass Diddy auspackt, I don't know. Also meiner Meinung nach wird der entweder ruhig gestellt in Form von, so wie Epstein halt, ne? Oder der packt einfach gar nicht aus und vergammelt im Knast und muss schweigen. Eins von den beiden Sachen. So, die Hintermänner werden, glaube ich, nicht, oder müssen nie dran glauben, wissen wir doch. Usher. Dann gibt es noch Usher. Im Jahr 2016 sprach Usher, damals 45, erstmals darüber, dass er im Alter von 13 Jahren ein Jahr lang mit Combs in New York lebte. In einem aufschlussreichen Interview mit Radiomoderator Howard Stern behauptete der R&B-Sänger, dass sehr seltsame Dinge vor sich gingen. Er fügte hinzu, ich ging dorthin, um den Lebensstil zu sehen, und ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich da sah, verstehen oder genießen konnte. Es war ziemlich wild. Auf die Frage, ob er seine eigenen Kinder jemals ins Puffy Camp schicken würde, antwortete Usher, auf keinen Fall. Er gab weiter zu, dass Combs ihm eine völlig andere Art von Mist, insbesondere Sex, vorgestellt habe. Mace und Diddy hatten in der Vergangenheit viele Differenzen und Mace hatte nie Angst vor Diddy. Mace war früher bei Diddys Bad Boy Records unter Vertrag, was später zu einem Streitpunkt für den Rapper wurde. Er kritisierte insbesondere Diddys Umgang mit seinen Verlagsrechten, die ihm erst letztes Jahr nach einem öffentlichen Hin und Her online zurückgegeben wurden. Vor einiger Zeit äußerte selbst wenn sie ihn nicht wegmachen können, die Easy seine Familie bedrohen, dann wird er nicht reden. Ja, so. Warum müssen die Gött geben, um rappen zu dürfen? Ja, Digga, das geht darum, deren Texte und deren Agendas zu kontrollieren, Bruder Hetz. Es geht darum, dass sie halt, dass die müssen Gött geben, damit die Leute was gegen die in der Hand haben und damit die immer schön das machen, was die gesagt bekommen und nicht aus der Reihe tanzen. Deswegen ist doch Rap auch so ein
Bullshit-Einheitsbrei geworden, wo keiner sich mehr traut, das zu sagen, was er denkt. Keiner mehr sich wirklich anti-establishment-mäßig unterwegs ist. Kommt Corona um die Ecke, Rapper promoten Masken, Digga. Die promoten Masken und Impfungen und so ein Scheiß. So weit sind wir gekommen. Rap hat nichts mehr mit Rap zu tun. Und alle kontrollierte Marionetten. NPCs, aber 1:1. Weiter. Ah jo, weiter, Digga, wo? Hier. Äußerte sich Mace subtil zu dem Skandal seines ehemaligen Kollegen Sean und den Hausdurchsuchungen der Homeland Security. Die Wiedergutmachung rückt immer näher, sagte Mace zu seinem Co-Moderator Cameron in der Folge ihres Podcasts It Is What It Is vom Dienstag, 26. März und fügte hinzu, ich werde dir deinen Anteil sicher geben. Ohne Diddys Hausdurchsuchungen direkt zu erwähnen, wies Cameron darauf hin, dass die Vorfälle am selben Tag wie der Jahrestag von Notorious B.I.G.'s Album Life After Death von 1997 stattfanden. Es ist erstaunlich, dass all das an diesem Tag passiert. Das ist unheimlich, Mann, bemerkte es Mace. Außerdem machte er kürzlich mit der Wahl seiner Krawatte eine spielerische Anspielung auf Diddys Verhaftung. Am Anfang der Folge fragte Gastgeberin Treasure Wilson Mace, wie es ihm gehe, und er antwortete mit einem gedehnten Woo. Sie fragte dann, ob seine orangefarbene Krawatte eine besondere Bedeutung habe. Steht die orangene Krawatte heute für etwas? Fragte sie. Nicht heute, antwortete er. Ich chille heute. Deine Krawatte soll etwas sagen. Sagt sie etwas? Sie sagte, dass sie etwas sagen könnte, weshalb sie fragte. Keine Aussagen, sagte er. Vielleicht ist es Code Orange, es passiert heutzutage viel. Tupac. Diddy gründete das East Coast. Da ist der Bruder. Alter, wenn ich Tupac angucke, dann ist irgendwie Ding. Ich glaube, der ist irgendwie in mir übergegangen, irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich den seine Augen, ich sehe mich selber am Aquarium. Da ist irgendwas. Irgendeine Verbindung. Das löst in mir was aus. Das ist komisch. Ich gucke den an und das Ding berührt mich. Label Bad Boy Records und veröffentlichte die Debütalben von The Notorious B.I.G. und Craig Mack. 1994 wurde Tupac während einer Aufnahmesession in den Quad Studios angeschossen. Der ist anders als alle anderen Rapper. Ich schwöre dir, der war mehr als ein Rapper. Der war mehr als das. Seine Aufgabe war eigentlich größer als das. Einfach nur Mucke zu rappen und so. Ich weiß das. Er konnte es, glaube ich, nie richtig. Er hat es schon krass gemacht, er konnte wahrscheinlich das nie richtig ausleben, aber sein Spirit lebt weiter, Bro. Berichten zufolge zeigte er Biggie den Mittelfinger, während er auf der Trage aus dem Gebäude getragen wurde. In einem Interview sagte er, dass andere Leute, darunter Biggie und Diddy, im Raum gewesen seien und ihm Blicke zugeworfen hätten, die ihn vermuten ließen, dass sie von der Schießerei wussten. In einem wieder aufgetauchten Video erinnerte sich Tupac daran, dass er Diddy im Studio sah, der desinteressiert wirkte. In einem anderen Interview mit einem Hip-Hop-Magazin behauptete Diddy, unschuldig zu sein und dass Bad Boy Records nichts damit zu tun hatte. Obwohl er den Mogul nicht namentlich erwähnte, stichelte... Ja, Diddy hat ja auch dafür gesorgt, dass dieser Hushatia-Song dann rausgekommen ist, auch kurz nach dem Shooting und so. Das ist schon komisch gewesen auf jeden Fall. Würde mich nicht wundern, wenn der da auch involviert war. Suge Knight später gegen Diddy und sein Label Bad Boy Records in einer Rede. Er sagte, jeder Künstler, der Künstler bleiben und ein Star sein will, ohne dass der Produzent versucht, in jedem Video und auf jedem Track zu tanzen, kommt zu Death Row. In einem Interview erinnerte sich... Das war auf der Bühne, Digga, einfach so Suge Knight. Das war krass. Diddy daran, dass er Suge konfrontiert habe, die Situation aber deeskalierte, indem er nicht zurückschlug. Er sagte... Also rannte ich auf ihn zu und fragte ihn über Suges Rede, die auf Diddy abzielte und er sagte, nein, ich habe über Jermaine Dupri geredet. Dann unterschrieb Tupac bei Death Row Records, nachdem Knight ihm 1,4 Millionen US-Dollar an Kaution anbot, wenn der Rapper zustimmen würde, bei Death Row zu unterschreiben. Anschließend veröffentlichte er All Eyes on Me. Manche sagen ja auch Suge Knight und so dies, dass der eventuell mit drin hängt, aber ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, dass Suge Knight irgendwas mit dem Tod an Pac zu tun hat. Zu Death Rows größtem Album wurde. Nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde, besuchte Diddy Tupac im Rikers Island, New York, um ihm zu versichern, dass niemand bei Bad Boy Records für die Schießerei verantwortlich war. Und dann im Jahr 1996 veröffentlichte Tupac Hit 'Em Up, einen der berühmtesten Diss-Tracks der Geschichte. Bester Song. Das Ekelhafte bei dem Diss-Track ist halt auch, das ist ein richtiger Clubsong geworden. Der wird heute noch gespielt auf Partys und so. Das ist das krass Königsdisziplin an Diss-Track, wenn der Diss-Track so
groß wird, dass der über den Diss-Track hinausgeht. So. Leute fühlen den Song, die wissen nicht mal, dass es ein Diss-Track ist. Dann hast du alles auseinandergenommen. Indem er sich von Biggies Who Shot You respektlos behandelt fühlte. Er nimmt darin direkten Bezug auf Bad Boy Entertainment und rappte F Mob Deep, F Biggie, F Bad Boy als Team, Plattenlabel und Crew. Und wenn du bei Bad Boy sein willst, dann F dich auch. Das Musikvideo zeigte satirische Nachahmungen von Biggie, Diddy und Lil' Kim. Verdächtigerweise wurde Tupac am 7. September 1996 erschossen, als Rest in Peace in einem schwarzen BMW neben Knight, dem Chef von Death Row Records, saß. Die Polizei sagte, dass die beiden an einer roten Ampel nahe dem Las Vegas Strip warteten, als ein weißer Cadillac neben ihnen auftauchte und Schüsse fielen. Die beiden verließen gerade den Boxkampf zwischen Bruce Seldon und Mike Tyson im MGM Hotel. Früher am Abend hatte Shakur ein Mitglied der Crips, Orlando Anderson, zusammen mit Knights Entourage angegriffen. Film. Tupac starb an einem Atemstillstand, der zu einem Herzstillstand führte, nachdem ihm die rechte Lunge entfernt worden war. Kifi. Ärzte versuchten ihn wiederzubeleben, konnten die Blutungen jedoch nicht stoppen. Er wurde um 16.03 Uhr für tot erklärt. Im Jahr 2008 veröffentlichte die Los Angeles Times einen Artikel, der andeutete, dass neu entdeckte Informationen Tupacs Behauptungen unterstützen. Der Tod war halt auch krass von Tupac, ne? Auch das letzte Album. Wie hieß es? War das Life After Death? No, aber Machiavelli, oder hieß das letzte Album sogar Machiavelli? Und dann guckst du in die Story von Machiavelli rein und Machiavelli hat ja seinen Tod damals vorgetäuscht und so, ne? Ist krass. Ist krass. Ist krass. Das Mitarbeiter des Musikmanagers. Du siehst ihn ein bisschen ähnlich, finde ich sogar. Da ist irgendwas, Bro, I don't know. Wie gesagt, ich sehe schon damals als Junge, aber war das so. Managers Sean Diddy Combs einen Angriff inszeniert hätten, bei dem Shakur am 30. November 1994 in den Quad Recording Studios in New York verletzt wurde. Dann wurde 2023 Duane Keefe D. Davis wegen seiner Beteiligung an Tupacs Mord verhaftet. In Polizeivideos bestätigte er, dass Sean Combs eine Rolle bei dem Vorfall spielte. Der Dokumentarfilmer Mike Dorsey veröffentlichte Audioaufnahmen. Die Augen, Digi. Die Augen, Digga, heftig. Stell mal vor, du hättest ihn vor seinem Tod gesehen, das wäre krass gewesen. Aber ich war da 6 Jahre alt, wo der gestorben ist. In denen Keith behauptete, er habe Schwierigkeiten gehabt, eine Zahlung von $1 Million von Combs für den Mord zu erhalten. Gerichtsdokumente, die Fox 5 vorliegen, enthüllen, dass Davis zwar behauptete, er habe sich nur selbst belastet, aber er deutete an, dass Combs Eric Von Martin für den Mord bezahlt habe und schlug ein geheimes Telefonat mit Terrence Brown, dem noch lebenden Fahrer, vor. Mhm. Kanye West. Kanye? Kanye mag Diddy nicht. Es sind auch Kanye leider voll komisch geworden, gell? Kanye ist halt einmal halt krass durchgedreht in diesen ganzen Interviews, wo der dann angefangen hat, so, ihr wisst schon. Und danach hat er dann angefangen, wieder so voll auf die Sexualisierung von seiner Frau und dann wollte er eine Pornoseite rausbringen. Hat dann wieder so Mainstream-mäßig, hat es wieder Mainstream-mäßig komisch, Bro. Und Kanye hat auch selber gesagt, sogar bevor der verschwunden ist, dass wenn er verschwindet und wiederkommt, dass es nicht er ist. Hat er gesagt vorher. Ich habe Kanye immer krass gefühlt, bis jetzt, als er das letzte Mal zurückgekommen ist. Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Kanye über einen Deal spricht, den einige Prominente angeblich haben, um sie aus dem Gefängnis zu halten. Das Original Interview. Diesen Kanye hier bei Drink Champs, wo die gesagt haben, oh, der ist jetzt durchgedreht und so. Der war real, Bro. Der hat ausgepackt. Video aus Drink Champs von 2022 wurde gelöscht, ist aber jetzt wieder in den sozialen Medien aufgetaucht. Kanye bezieht sich auf Das war das Heftige. Das Interview war heftig, Digi, das war krass. Kommst und sagt, der Grund, warum du reden musst, ist, weil du einen Deal gemacht hast, du verdammter Verräter. Deshalb musst du mich angehen, weil ein Teil des Deals, der dir erlaubt hat, all das zu tun und aus dem Gefängnis zu kommen, darin bestand, dass du versprochen hast, meine Karte zu ziehen. Wo hat der dort ausgepackt, Bruder? Der war einfach nur krass antisemitisch, Bro. Nein, Bruder. Der hat Sachen ausgepackt, teilweise, die true sind. Der Rapper The Lox. Einmal wurde ein Stuhl nach dem Labelboss geworfen. The Lox kam 1995 zu Bad Boy Records.
Doch Jahre später wollten die Mitglieder das Label verlassen, da ihr harter Rap-Stil nicht zur kreativen Richtung des Labels passte. Sie taten alles, um sich... Was denn zum Beispiel? Bruder, alles, was schwarze Artists in Amerika angeht, Bro. Schauspielerin, Schauspieler, der hat Zahlen ausgepackt von Rapperinnen, die weniger verdienen, weil die schwarz sind und wer hinter denen steckt. Und dass es immer die gleichen Leute sind, die hinter den schwarzen Artists in Amerika stehen und so. Wichtige Sachen für uns, Bruder, jetzt. Vielleicht fühlst du das nicht, aber sehr, sehr, sehr wichtig. Kanye hat generell oft wichtige Sachen erzählt. Wichtige Sachen, die sich keiner traut zu erzählen. Deswegen habe ich ihn immer respektiert. Der hat auch über Kinder geredet und über, wie man frei groß wird, wie man seinen Traum lebt und so. Hör, beschäftige dich mal richtig mit Kanye West, Bro. Sag ich dir ehrlich. Der hat schon Talks rausgehauen, wo die meisten, egal was der noch gesagt hat, wenigstens hat er diese Sachen gesagt, wo alle, kein Jay-Z hat mal so einen Talk rausgehauen, kein Puff Daddy, kein, niemand, weißt du? Keiner von diesen Leuten, die die heftigen Stars sind und so angehimmelt werden, hat sich getraut, mal die Eier auf den Tisch zu legen und mal die wahren Dinge anzusprechen, die wichtig sind, so. Löwe, Bruder, da gehört was dazu. Um sich legal aus dem Vertrag zu befreien, aber Jada Kiss erzählte, was schließlich dazu führte. Was denkst du, warum die den dann in eine Psychiatrie reingepackt haben und so? Warum die dann einen aufgesetzt, der ist bipolar und da haben die noch in die Psychiatrie reingezwungen und haben den mit Tabletten vollgeballert, so, weißt du, wie ich meine? Weil er zu viel geredet hat. Zu viel Wahrheiten ausgesprochen hat. So ist es halt. Führte, dass Diddy die Rapper ihre Karrieren ohne Bad Boy fortsetzen ließ. Doch selbst nach dem Verlassen des Labels gab es weiterhin Konflikte und Jada Kiss nannte Diddy einen Feigling. Der Kern des Konflikts drehte sich um die Idee, dass The Lox Diddy dazu bringen wollten, den Wohlstand, den sie durch ihren Erfolg erlangt hatten, zu teilen und sie baten um die Rückgabe ihrer Verlagsrechte. Sie behaupteten, dass Diddy 50%... Der Peter sagt, weil er eine Psychose-Episode hatte. Bruder, jetzt, du, das ist halt das Problem, dass ihr das abkauft, was in den Medien euch erzählt wird über die Leute, weißt du? DMX hat auch Psychose gehabt. Ah jo. Wenn auf einmal Leute in der Rap-Industrie anfangen auszupacken und darüber zu reden, was eigentlich hinter den Kulissen abgeht, haben die alle auf einmal eine Psychose oder sind Vergewaltiger oder was auch immer aus dem Arsch gezogen wird, um diese Leute zu degradieren. So läuft das Spiel, Bro. Ist es dir nicht bewusst? Wenn du Corona-Maßnahmen kritisiert hast, hast du auch eine Psychose. Ich habe auch eine Psychose gehabt für die meisten Leute. Und dann Jahre später ist rausgekommen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Also, weißt du? Das ist, genau so läuft es im Mainstream. Jeder, der zu viel Wahrheit ausspricht oder zu viel Sachen ausspricht, die gefährlich sind für gewisse Leute, für das Establishment, gegen das Narrativ sind, dann wird die Verschwörungstheoretiker-Keule, die Psychose-Keule ausgepackt oder mit irgendwelchen anderen Mitteln versucht, diesen Menschen deren Namen in den Dreck zu ziehen, damit keiner denen mehr zuhört. So läuft es halt. Und ihre Verlagsrechte besaß. Später erklärte Diddy in der Radiosendung von Angie Martinez auf Hot 97, dass er 20% besaß und $400,000 durch The Lox verdient habe. Ein Vertreter der Gruppe widerlegte später Diddys Aussage mit rechtlichen Dokumenten, die seine Behauptung entkräfteten. Später versöhnten sie sich und traten auf der Bad Boy Family Reunion Tour auf. Doch im Jahr 2023 bereiteten sich The Lox auf ihre Show Lox & Friends 50. Jubiläum des Hip-Hop vor. J. Cole. J. Cole mochte den Rapper nie. Tatsächlich sollen Diddy und J. Cole bei den MTV Video Music Awards 2013 aneinander geraten sein. Echt? Und das Ganze eskalierte zu einer wilden Schlägerei. So die Aussage von Terrence Punch Henderson, einem Produzenten von Top Dog Entertainment. In einem Interview erzählte Punch die Geschichte. Haben die sich gefetzt oder was? Ohne Namen zu nennen, während er in der neuesten Folge des Podcasts R&B Money von Tank und Jay Valentine auftrat, die am Samstag, dem 14. September, veröffentlicht wurde. Punch erinnerte sich daran, wie der Streit begann, nachdem er und Kendrick Lamar nach einer Afterparty in einem Club in New York City vorfuhren. Er sagte, dass die Homies, also J. Cole und Diddy, auf Lamar zukamen, um über seinen Vers auf Big Sean's Control zu sprechen. Punch erzählte von einer intensiven Nacht im Club, in der sich die Spannungen zwischen Freunden zuspitzten. Nachdem sie angekommen waren, erwähnte einer ihrer Begleiter eine bestimmte Aufnahme, was einen lockeren Austausch auslöste, der jedoch düsterer wurde, als ein anderer, der scheinbar betrunken war, vorschlug, sie sollten ihre Meinungsverschiedenheiten auf Schallplatte austragen. Als Punch im VIP-Bereich mit Lamar saß, verdichtete sich die Atmosphäre.
Er bemerkte, dass das Publikum wie die erste Reihe der Grammys aussah. Die Situation verschärfte sich, als einer der Männer den anderen konfrontierte und die Auseinandersetzung von verbalen Drohungen zu körperlicher Aggression eskalierte. Punch beschrieb, wie die Spannungen zunahmen. Einer griff nach einer Flasche und drohte gewaltsam. Der Streit eskalierte schnell zu einer Schlägerei. Getränke flogen, als sie auf den Tisch stürzten und sich in einem chaotischen Kampf wiederfanden. Drake. Auch mit Drake hatte Diddy Probleme wegen des Tracks Zero to 100 von Drake, der von Boy Wonder produziert wurde. Weiß nicht, Drake hab ich, fühle ich nicht mehr. Seit dem Beef mit Kendrick und so, Digga, fühle ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht warum, Digga. Ist irgendwie weggegangen, der Vibe. Drake-Vibe ist kaputt irgendwie, oder? Sei ehrlich, Chat. Und ursprünglich beiden Künstlern zugeschickt worden war. Diddy wollte, dass Drake für ihn den Song ghostwritet, aber Drake behielt den Song für sich, was Diddys Wut entfachte. Im Jahr 2014 soll Diddy Drake im Live-Nightclub konfrontiert und ihn geschlagen haben, obwohl Diddy den Vorfall später bestritt. Drake äußerte sich nie öffentlich zu der Auseinandersetzung, aber einige spekulieren, dass er Diddy in seinem Song 4 p.m. in Calabasas gedisst haben könnte, besonders mit einem höhnischen Lachen, das an Diddys in Can't Nobody Hold Me Down erinnert. Kürzlich teilte Drake eine Szene aus dem Film The Big Short, in der der Charakter von Ryan Gosling darüber spricht, dass er bestimmte Leute nach der Arbeit meidet, was Fans als Anspielung auf Diddys berüchtigte Partys in den 2000er Jahren interpretierten, die für ihre wilden und manchmal gewalttätigen Atmosphären bekannt waren. Wenn du denkst, P. Diddys Herrschaft ist unantastbar, dann sind diese Rapper hier, um deine Meinung zu ändern. Sie haben gezeigt, was es bedeutet, in der Musikindustrie aufzustehen und gehört zu werden. Teile deine Gedanken in den Kommentaren und vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um mehr spannenden... Geil, so ein Foto habe ich auch mal damals gehabt in meinem Zimmer. The Game of 50, beste. Timbaland. Ludacris, bro. Eminem, The Notorious. Ice Cube, auch mieser Charakter. Hat auch dann irgendwann angefangen auszupacken. Hat gesagt, ich lasse mich nicht impfen und so und hat dadurch Deals verloren. Wurde bei Oprah ausgeladen und so. Stabiler Dude auch. Gibt's ein paar Jungs, die aus der Industrie auf jeden Fall stark geblieben sind, so. Strong geblieben sind. DMX oben sowieso wild. Exactly. Exactly. Stream Sniper, ich küsse dein Herz. Danke für deine 11 Bits, Bro. Miese Recherche, meine lieben Freunde. Miese Recherche. Halt zu erhalten. Digga, aber cooles Video-Chat, ne? Der hat voll wenig, also der hat nicht voll wenig, der hat wenig Aufmerksamkeit, aber wir haben uns schon ein Video von ihm reingezogen. Ich finde den irgendwie geil. Seine Stimme und so kann man sich gut geben. Der macht die Dinger spannend auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken natürlich exactly unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Bis dahin. Peace out. Gang.